Regionale Nachrichten in 100 Sekunden. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank, Ottos Sportoutlet Oftringen, Möbelberger Oftringen und der HR Mohr Sennhof Garage in Rotrist. Da sind wir mit einer Spezialausgabe von 100 Sekunden an diesem Wahlsonntag mit den wichtigsten, allerwichtigsten Resultaten im Überblick. Zofingen geht beim Stadtamen in den zweiten Wahlgang. Der Krimi, der Wahlkrimi geht also weiter. Christian Guier von den Grünen hat die Wahl super knapp verpasst. Ihr fehlen nur 9 Stimmen. Sie hat 2024 Stimmen gemacht, bei einem absoluten Mehr von 2033 Stimmen. Der GLP-Mann Dominik Gresch, er kann nicht zufrieden sein, ist auch nicht zufrieden mit seinem Resultat, wie er heute hier im Studio gesagt hat. Er kommt auf 1158 Stimmen. Der dritte Kandidat, der parteilose Peter Sigrist, hat 844 Stimmen geholt. Er lässt völlig off, ob er am 28. November nochmal zu einem zweiten Wahlgang antritt. Es wird sehr entscheidend sein, wie er sich wird verhalten. Zu einem zweiten Wahlgang kommt es auch beim Vizeamt von Zofingen. Rahela Seyed von der SP hat 1551 Stimmen gemacht vor dem FDP-Mann Andreas Rüger mit 1304 Stimmen und dem Robert Weisshaupt von der Mitte mit 1194 Stimmen. Denn Einwohnerrat, hier gibt es ganz deutliche Gewinner und Verlierer. Ganz klare Wahlgewinner sind die Grünen, wohl auch dank der Christian Guier, der für das Stadtamtamt kandidiert hat. Die Grünen holen plus 3 Sitze, haben neu 6 Sitze, also eine glatte Verdoppelung. Die neue Gruppierung Zofingen Macht zieht gerade mit 2 frischen Köpfen Einwohnerrat ein. Wahlgewinnerin ist sicher auch die FDP. Die hat ihre 8 Sitze können halten und ist jetzt die grösste Fraktion im Einwohnerrat. Wahlverliererin auf der anderen Seite, die andere bürgerliche Partei, die SVP, mit minus 2 Sitze, neu 1 Sitz weniger als die FDP, also 7 statt 9. Der Fraktionschef der SVP, der Moritz Weber, ist abgewählt worden. Die EVP, GLP und die SP verlieren ebenfalls je 1 Sitz. Denn ein ganz wichtiges Resultat auch aus Rotrist, die Stimmberechtigten dort, haben nämlich über das umstrittene Projekt Wegertalstrasse mit flankierenden Massnahmen abgestimmt und das Projekt Bach abgeschickt. Nein haben gestimmt 1081 Stimmberechtigte, ja haben 911 Stimmberechtigte eingelegt. Wie es weitergeht, ist völlig unklar, wie der Gemeindame Ralf Erismann hier heute im Studio gesagt hat, besonders fragwürdig sei, dass es innerhalb von 2 Jahren wird möglich sein, ein neues Projekt vorzulegen, wie das Gegner von dem jetzigen Projekt immer wieder behauptet und gefordert haben. Und zum Schluss ein wichtiges Resultat aus Strengelbach. Dort ist es vor allem um den neuen Vizeamt gegangen. Der Walter Schläfli ist neuer Vizeamt. Er gewinnt das Rennen gegen Roger Lussi, der es nicht in den Gemeinderat geschafft hat. Am besten lesen Sie am Montag einfach das Zofinger Tagblatt. Dort kann man nämlich nochmal alle Resultate nachlesen. Oder natürlich auch auf zofingertagblatt.ch. Danke fürs Zuschauen an diesem Sonntagnachmittag, an diesem spannenden Sonntagnachmittag und eine gute Woche. Danke vielmals. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle regionale Nachrichten direkt aus dem ZN-Newsroom ist Ihnen präsentiert worden von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Möbelberger, der Inneneinrichtungsspezialist in Oftringen für Möbel, Bettwaren und Vorhänge. Ottos mit dem Sportoutlet in Oftringen, grosse Marke zum kleinen Preis. Und der HR Mohr Sennhof Garage in Rotrist. Ihre Fortvertretung kompetent und sympathisch.